Was geht ab, meine lieben Achis, Achilles, Habubs, Habubi, Shabab, Shababinen und alle anderen, die sich jetzt hier auf diesen übertrieben fresh und klackigen Kanal verirrt haben und inshallah erstmal liken und auch abonnieren werden, bevor sich dieses Video hier gönnt. Freunde, was geht ab? Wir reagieren heute auf ein neues Video von TT Olli und das Video heißt Top 10 Lines von Capital Bra bei Rap am Mittwoch. Jetzt werde ich schon lost im Intro. Freunde, wir reagieren auf jeden Fall auf das Video. Ich freue mich darauf zu reagieren. Ja. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch gerne auf Instagram folgen. Die Links sind in der Beschreibung. Und auch der Link zum Originalvideo wird auf jeden Fall in der Beschreibung sein, Freunde. Und wenn ihr möchtet, schaltet heute Abend gerne ein. Wir werden live sein auf dem Kanal. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ich denke mal, es wird sehr, sehr unterhaltsam wieder. Wir werden zocken, wir werden Reactions machen. Und ich würde sagen, genug geredet. Wir gehen rein und gucken uns das an. Let's go. Was geht ab heute? Top 10 Lines von Kukubra. Komm, komm. Kapital soll anfangen. Acht Takte Freestyle. Ein bisschen. Okay, okay. Ich rap mal so, als würdest du wirklich rappen. Sonst. Bra. Soll ich sagen? Okay, wenn warte, es dir warte, zu warte, leise warte, sein sollte warte, mittendrin, warte. Dann machst du so einfach. Warte kurz. Ich muss kurz. Bra. Brrr. Okay. Digga, ich sag dir ehrlich, wer Kapi bis dahin nicht kannte, ne, spätestens da hat man ihn gefeiert. Ja, so. Weil da hat er sich so sympathisch gemacht einfach. Acht Takte Freestyle, Schlagabtausch über einen Beat. Scheiße, heute regnet es nicht. Jarambo oder so, hast du heute dein Essen aufgegessen? Guck sie an, bra, die sind doch immer drauf. Ich bin nicht so wie sie, ich ess mein Essen immer auf. Und sie sagen, meine verbale, radikale, genetischen Merkmale. Merken alle, hä? Drei Scheiß auf diese Ghetto-Typen. Die können nicht mal richtig lesen, Hieroglyphen. Und sie sagen, Kapitals Rap wäre übertrieben. Einzigartig, Pyramid. Check. Ich bring einfach Hammer-Songs und du rennst vor der Kugel weg. Indiana Jones, ich hab kein. Krass, das Battle kenne ich gar nicht. Ja, gegen Chappi, ich glaube, da warst du nicht dabei bei der Reaction, glaube ich. Schade, Digga. Wir gucken weiter. Eine Gnade, ersticke dein Gay-Clan. Guck, ich schieß und du fliehst so wie K1. Er rappt hier als. Was ist los, bra? Ich hab doch an dich mitgedacht. Guck mal hier, ich hab dir ein Snickers mitgebracht. Hey, ganz ehrlich, Digga. Vital, bra. Ich bin voll dreist. Hier, noch ein Snickers als Trostpreis. Peach. Meine Punchlines sind nicht. Ich muss sagen, bei dem Battle war Kapi schon sehr, sehr stark. Aber ich muss sagen, die Konter von Bong Taggy in dem Battle waren stärker. Ja, man hat ne? Einfach so, so den Unterschied gemerkt, weißt du? Zwischen MC und Straßenrapper. Ja. Ich bin Kefter. Bin bei dir, deine Marbles Killer. Du kommst, hallo Kapital, ab aufs Zimmer. Aber schnell, Kapital gibt's Schein, bra. Du willst Battle, wo kannst mir nicht in die Augen schauen. Seid ihr zusammen, wer? Du und deine Augenbrauen. So wie du aussiehst, kommst du nicht in der Gegenstreit. So wie du aussiehst, kommst du nicht in meiner Gegenwart. Aber ey, sei mal ehrlich, ne? Dieser Gamma, der da gerade stand, der guckt so auf den Boden und du hast ein Kapi vor dir. Ja, weißt du, ne? Was ich meine? Überleg mal, so in 2-3 Jahren guckst du so auf YouTube, so, dann ist das der erfolgreichste Rapper. So. Krass, ne? Du kommst mit Punchlines, die damals mal in waren. Krieg Schwanz in den Hintern, direkt bis zum Blinddarm. Nigga, meine Rappel. Deine Bitch zu ficken kostet mich eine Autofahrt. Sie macht die Beine breiter als ein Akrobat. Ach, was sag ich? Ach, ich mach aus Rapper Leichen. Sie macht die Beine breit wie mein Jordan-Zeichen. Oh. Ja, dabei springt sie rum. Ey, ich komm zu dir nach Hause und fick deine Mutter. Was? Aber man muss sagen, Kapi hatte auch schon damals bei Rap am Mittwoch schon diese Straßenrapper-Attitüde. Weißt du, was ich meine? Ja, der man hat es ihm direkt, ja, man hat es ihm direkt abgekauft, Alter. Wenn er sich dahingestellt hat, du hast gesehen, okay, der ist safe ein Rapper. Ja, weißt so auch vom so. Outfit so, ja, weißt auf jeden Fall. Willst du, ey, ich hol mir einen runter. Und ich merk, du redest wie von meiner Mutter. Ich finger deine Frau und gib dir deine Hand, Bruder. Meine Punchlines sind killisch. Guck ihn doch mal an, bra, ich kann ihn nicht bedrohen. Nach dem Ding mit seiner Mama ist das sowas wie mein Sohn. Was ist mit... Auch wenn er sich so dazu bewegt, Digga. Ja, das war echt geil. Weißt du, was aber so mir an Kapi heute ein bisschen fehlt? Der hatte damals mehr diesen Akzent, Digga. So ja. Kann sein, dass er sich vielleicht ein bisschen mehr eingelebt hat jetzt. Natürlich. Aber ich sag dir ehrlich, dieser Akzent, ne, der ist so heftig, ne. Ja, er ist ja quasi aus Ukraine, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, nach Deutschland gekommen, ne. Und dann ist ja klar, erstmal hast du natürlich den Akzent so und umso länger du dich dann einlebst, beziehungsweise umso mehr du quasi die Sprache sprichst, denke ich, ja, umso mehr geht dieser Akzent dann raus. Aber trotzdem, weißt du, das hört sich so geil an beim Singen. So es hat schon was ausgemacht, so. Hat wirklich was ausgemacht. Bitte los, mach nicht auf Kurde, Muruk. Ja, genau, das meinst du, Digga. Eine fette Mama modelt für Sucuk, ey. Ich schreie in das Mic hinein, weil du nicht verstehen kannst. Du bist ein alter Sack, Dicker. Cappy weg gegen Reim. Wenn ich will, dann sind die NCs. Okay, da fällt mir nur eine Sache ein. Ich geb dir miese Böse. Ja. Am Blasen, merk dir eins, niemals Cappy anfassen. Sonst gibt böse Schläge oder ohne Regel. Okay, das war's hier anscheinend schon. Wir gucken noch zu Ende.
Was geht? Bist du da? Ich hab's gerade gedreht, dann kommst du auf einmal an, du Wichser. Okay. Nice, begrüßt. Okay, nice. Das war's anscheinend schon. Okay, sehr, sehr nice Video, Freunde. Hat sehr viel Spaß gemacht, ja, darauf zu reagieren. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Würde uns auf jeden Fall übertrieben freuen. Und ich hoffe, dass der Bruder in nächster Zeit auf jeden Fall noch ein paar weitere Best-ofs schneiden wird, auf die wir reagieren können. Die Videos sind auf jeden Fall nice. Und wie gesagt, Freunde, wenn ihr möchtet, schaltet heute Abend gerne im Livestream ein. Ich denke mal, es wird sehr, sehr unterhaltsam. Ich freue mich darauf. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.